Da führen die rund 38 Minuten, bringen Svetislav Pisic ratzfatz auf Betriebstemperatur, liefern sich einen harten Fight auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer der BBL und müssen sich am Ende dann doch geschlagen geben. Sehr, sehr schade. Ja, das war schon sehr frustrierend, aber wir können trotzdem was daraus lernen. Wir hatten die Möglichkeit zu gewinnen gegen einen richtig harten Brocken. Ich meine, die Bayern sind ja nicht irgendwer in der Liga. Wenn man nochmal drauf schaut, wenn das in der einen oder anderen Situation anders läuft, wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Wir können da trotzdem was mitnehmen. Die Fans auf dem Heuboden würden nie zu den Bayern gehen und sind fest entschlossen, ihr Team zu unterstützen. Immerhin ist der Tabellenführer zu Gast, der auch in Europa zu den Großen gehört, vor ein paar Tagen noch den litauischen Meister Kaunas niedergerungen hat. Phoenix will es den Bayern auch so schwer wie möglich machen, spielt gleich mit hoher Intensität. So bringen die Hagener viel Verwirrung in den bayerischen Spielaufbau. Phoenix dominiert das erste Viertel und David Bell zeigt, wie es von draußen geht. Bayern bleibt aber dran, John Bryant und Co. lassen sich nicht abschütteln. Mit 4 Punkten Vorsprung geht es in Viertel 2. Larry Gordon, Bernd Krul, Mark Doris. Auch wenn nicht jeder Angriff erfolgreich ist, Phoenix setzt weiter die Akzente, nervt die Münchner und macht richtig Spaß. Larry Gordon auf Mark Doris. Auch wenn die Bayern wacher wirken als im ersten Viertel und auch treffen, tolle Aktionen gibt es dann auf Hagener Seite von Dino Gregory und Mark Doris. Die Bayern straucheln. Es ist für sie das 5. Spiel in 10 Tagen. Nur ab und zu blitzt die Qualität dieses Top-Teams auf. Immer wieder gewechselt von toller Phoenix-Offense. Die Fans in der NRW Arena sehen eine großartige erste Hälfte. 2 vor für Hagen. Das 3. Viertel. Es bleibt ein heißes Spiel. Bayern will die Oberhand gewinnen. Svetislav Pisic hat entsprechend hohen Blutdruck an der Außenlinie. Und David Bell ist wieder Topscorer auf Hagener Seite. Was für ein Fight in der ausverkauften NRW Arena. Bei Phoenix lässt das Wurfglück ein bisschen nach. Die Bayern drücken weiter aufs Gas. Schafazik für 3. Beim Buzzer dann wieder 2 Punkte Vorsprung für Phoenix. Das Schlussviertel. Kann Phoenix auch zum Bayern-Killer werden oder setzt sich der Hochkaräter durch? Die Antwort bleibt lange unklar. Phoenix fightet, die Bayern setzen aber alles daran, am Ende dann doch die Punkte einzupacken. Ab dieser Phase hadern die Hagener auch mit dem einen oder anderen Pfiff.
Parallel dazu geht der Kollege Pesic weiter steil. Bis zum 70-70 bleibt Hagen dran. Dann dreht der Tabellenführer das Match zu seinen Gunsten und sichert sich den Sieg dann endgültig von der Freiwurflinie aus. Jammerschade, trotz alledem eine ganz große Leistung der Hagener. Ja, war ein schönes Stück Arbeit, endlich gewonnen zu haben hier in Hagen. Ist unglaubliche Stimmung, die Fans sind wirklich super, heizen ihre Mannschaft an und mit der Energie von Fans kann die Mannschaft hier alles erreichen und zum Glück haben wir das Spiel noch gewonnen. Also Phoenix hat sehr, sehr gut gespielt, Bayern hat sehr, sehr gut gespielt. Das Einzige, was mich überrascht hat, ist, dass wir hier zu Hause nur 18 Freiwürfe kriegen und der Gegner 31. Das war für mich überraschend. Das war das Einzige. Ansonsten waren beide Mannschaften komplett auf Augenhöhe. Und das ist ja auch schon was. Phoenix Hagen auf Augenhöhe mit einem absoluten Schwergewicht wie Bayern München. Auch wenn das unseren Felix kurz nach dem Spiel nicht trösten kann.